Servus und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar, wir spielen Modern Skyblock 3 Departed. Es werden einige von euch denken, das hat er doch schon mal gespielt. Ja, hat er. Hat er auch versucht, die Map wieder zu finden, hat er aber leider nicht mehr gefunden. Darum fangen wir von vorne an. Ja, sozusagen Staffel 2 oder Staffel 1 neu aufgesetzt. Genau. So, wir sind hier auf der Anfangsinsel. Und wenn man dann ins Questbuch reingeht, dann hat man hier zwei Quests. Und zwar einmal kann man hier das Questbuch reloaden. Und hier kann man halt starten. So, und dann steht halt dort, willkommen zu Modern Skyblock 3. Um zu starten, musst du eine Insel generieren und Stage 1 komplettieren. Du brauchst dafür Erde und einen Zeppelin. Und du kannst die Taste G drücken, um herauszufinden, wie das geht. Es gibt sechs Startinseln. Und es gibt zwei oder mehr benutzerdefinierte Inseln, wo du in dem auf den Seiten des Questbooks findest. Wenn du in einer normalen Welt spielst, dann suche dir einfach Erde und einen Setzling. So. Ungefähr so Pi mal Daumen so übersetzt. Ja, dann steht da G drücken. Wie man sieht, G funktioniert nicht. Ich habe den schon mal umgeswitcht auf die Taste 0 für mich. Das ist nämlich der Open Guide. Das ist von Sky Resources. Kann ich nur empfehlen. Könnt aber auch jede andere Taste verwenden. Nur auf Numpad 0 ist halt gut Platz. Und mein Questbuch ist mittlerweile immer auf dem Komma. Also sozusagen hier ist das Questbuch und hier ist das andere Questbuch. So, dann erklärt er hier einem Willkommen zu Sky Resources 2. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsstufen. Stage 1, okay. Alles klar. Stage 1. Und dann haben wir hier jetzt mal sozusagen die ganze Möglichkeit, was man hat. Man hat also sozusagen eine Sandinsel, eine Schneeinsel, eine Holzinsel, eine Grasinsel, eine Magmainsel. Das sind die fünf, die ich kenne. So, das ist die schwierigste Insel. Das könnten wir eventuell in der nächsten Staffel machen, wenn wir nochmal drauf Lust haben. Oder ihr sagt, ja, mach's nochmal. Und vor allem, wenn ich mich dann auch komplett auskenne. Grasinsel und Gog Island, ja, nee. Holz Island, das ist auch jetzt nicht meins. Sand, habe ich ganz selber überlegt, ob ich es mache, sozusagen als Kontrast zum Schnee. Aber da habe ich mir gedacht, nein, ich habe beim letzten Mal mit Schnee angefangen. Also machen wir auch wieder Schnee. Dann klicken wir mal hier drauf auf Snow Island. Und da steht auch ganz groß dort, first, also zuerst eine Warnung, benutze nicht den Pumpkin, nutzlos, denn du brauchst ihn für Rezepte und Herstellungsmethoden. Dein erster, ja, Goal, dein erster, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Das ist totaler Mist, wenn man mittlerweile sich das angewöhnt, dass das im Englischen halt so eine Art Wegpunkt ist. Waypoint, Wegpunkt, ja, kann man auch so sagen. Das erste Tor, wo man durchgehen muss, ist einen Schneeball zu machen. Man muss Shift rechts klicken auf einem Schnee, um einen zu kicken. Genau, dann kriegt man sozusagen Mining. Fähigkeiten für einige Sekunden. Dann sollst du als nächstes einen Schneegolem machen. Dafür brauchst du zweimal Schnee und einmal den Pumpkin.
Genau, also das weiß man, wie man das macht. Und dann kann man halt, wie gesagt, den Schneemann rumflitzen lassen und man kann die ganze Zeit den Schnee aufheben. Dann braucht man einen Mini-Freezer, um Heavy Snowballs zu machen und bla bla bla. Und man braucht vor allem Bone. Das ist das Wichtigste. Und was er halt auch noch wichtig hinschreibt, ist, dein erstes Ziel ist, Cursed Dirt zu bekommen. Und einen Cursed Dirt ist nicht das Schwerste. Spruce Sapling ist das Schwere, weil dafür braucht man ein Bone Meal und da müssen wir hinkommen. Und das versuchen so schnell wie möglich und bevor es dunkel wird. So, ich habe jetzt schon mal meine Zeit. Nein, das mache ich nicht. Ich mache jetzt zuerst die Insel und zwar Slash Island. Sieht man hier unten nochmal alles. Dann möchte ich eine kreieren und zwar ich möchte kreieren eine Schneeinsel. So, und jetzt sind wir hier und wir setzen die Zeit nochmal zurück, denn wir haben ja am Anfang ein bisschen geplaudert. So, dann hoffen wir jetzt mal, dass die Kürbisse nicht runterfliegen. Genau, setzt mal auf, weil es so schön ist. Dankeschön. Und wir machen aus dem gleichen Pumpkin Seed, bei dem brauchen wir auch. So, dann gehe ich gleich nochmal in die Controls rein. Auto Jump ist off, das ist sehr gut. Und das ist ein Fehler, den man sollte man nicht machen. Aber jetzt bin ich. Also machen wir gleich mal. Kann ich nur empfehlen, immer so die Schneebälle hinzusortieren, dass man nicht eine ganze Zeit Schneebälle schmeißt. So, oder? Und man geht auf die hinterste Position. Dann passiert das auch nicht so extrem. Okay, so, dann heißt es jetzt, wir haben schon mal ein bisschen Schnee gemacht. So, die 16 Stück hebe ich schon mal auf. Denn wir werden jetzt uns einfach mal nach oben bauen. Wir brauchen Schnee wie nochmal was. Und vor allem, wir möchten ja also diesen Snow Golem bauen. Und wir möchten den vor allem auch so bauen, dass ja, der nicht gleich runterfällt oder gesprengt wird oder whatever. So, ich habe schon für mich selber ein, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber auf jeden Fall das Feature hat er nicht mitbedacht, der Modpack-Entwickler. So, ich habe jetzt eine Maschine wieder. Und zwar hat man die Möglichkeit durch Botania, da ist jetzt diese Glas Edition drin. Und das hat er leicht übersehen. So, wir bauen uns jetzt erstes mal den Mini-Freezer. Denn ich kann jetzt, ja, genau. Ich kann jetzt über den Mini-Freezer nämlich schon an Sachen rankommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so vorgesehen hat. So, wir machen jetzt mal als erstes vier solche lustigen Schneebälle. Machen da draus Heavy Snow und machen da draus einen Block. So, und der läuft durch und dann habe ich unsere Erde. Das ist der einfachste Part gewesen, den man haben kann. Aber ich möchte gleich was richtig machen. So, ich stelle jetzt dann hier sozusagen jetzt für mich diesen Dirtblock hin und wenn ich jetzt nämlich auch sneake und Rechtsklick mache, dann kriegt man da auch schöne Sachen raus. Und zwar schöne Sachen, die wo man eigentlich haben will, vor allem am Anfang, wenn man eine Base baut. Na komm, danke. Und zwar das Pebble. Wenn man Pebble zusammencraftet, richtig, dann hat man Stein. So, wir gehen mal auf gucken. Da ist was. Da ist was. Dann hätte ich gesagt, wir gehen in diese Richtung. So, dann baue ich jetzt als erstes schon mal hier vier auf. Und dann auch gleich mein Schnee hin. Das heißt, ich habe jetzt schon mal hier die Möglichkeit, dann entlang zu gehen, weil wir müssen hier entlang, um
an unsere Freunde ranzukommen, die lustigen Skelette. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich jetzt mich beeile, weil sonst schaffe ich es nicht. Ich muss den halt jetzt provisorisch dahin klappen. Dass er mich halt nicht runterspringt, wegspringt oder was so gut wird. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Machen das 3. So, dann lasse ich jetzt mal hier einen Platz, dass ich weiß, dass ich jetzt hier hin will. Ich natürlich wieder toll gemacht. Danke. Gib mir mal den Schnee. Man verdoppelt es ja Gott sei Dank jedes Mal. Ist, glaube ich, eine Mechanik, die durch den Mod dazu kommt. Oder ich kriege immer nur einen mehr. Glaube ich, kriege immer nur einen mehr. Nicht verdoppeln. Verdoppeln wäre schön. Danke. Oh, hi. Hier. Oh, ist auf jeden Fall genügend, dass ich das schon mal so weit setzen kann, weil wir brauchen etwas mehr. So. Dann heißt es für mich, ich brauche auf jeden Fall den Kerl hier im Eck und ich brauche ein Dach drauf. Das ist schon mal das Wichtigste. So, und dann können wir den hier so hinmachen. Und da er das immer aufsetzen will, anstatt ihm das Kerlchen zu geben, so, dann habe ich jetzt hier meinen Schneemann drin und da kann ich abhauen. So, dann kann man einfach mit Sneaken hier schön im Eck uns Schneebälle machen. Ich bringe den am besten gleich um. Nein, er hat immer noch 2 Herzen. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich habe den jetzt gekillt. Mir zuzutrauen wäre es mir. Dann wäre das nämlich lustig gewesen. Hätte ich alles nämlich so mal mit Schnee abarbeiten müssen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, ich hätte es gesagt, bis 15 Uhr Ingame-Zeit werden wir jetzt Schneebälle craften. Denn wir müssen versuchen, die Plattform zu bauen, um in der ersten Nacht lustige Skelette zu kriegen und die auch zu erledigen. Hochspannend, aber wichtig. Das Schlimme ist ja vor allem, ich muss dann auch noch es schaffen, in der richtigen Zeit auch noch harte Schneebälle herzustellen, damit die auch was auf den Latz kriegen. So, wir gehen nach hinten, alles voll machen. So, wir haben 15:13 Uhr. Das wird jetzt aber nicht klappen, ne? Dass ich mir das geben kann, funktioniert es dann so auch nicht. Ich muss nur dran denken, ich darf nicht jeden Schneeball verwenden, weil, wie gesagt, die brauchen auch Wurfgeschosse. Die ich jetzt auch noch mal gleich herstelle, oben und unten, weil die will ich mitnehmen. Weil wenn es dann doch ein bisschen länger dauert da drüben, habe ich eine Chance, dass ich wenigstens mich noch wehren kann. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben jetzt hier, ich möchte 30 weg sein. Ja, dann nimmt man am besten auch nur 30 von denen in die Hand. Braucht man nicht laut zählen. Braucht man nur entlang latschen und kann noch was anderes nebenbei erzählen.
Ja, ich wollte ja die Map, wie gesagt, weiterführen, habe ich mir gedacht, einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Haha, nur ein paar Jahre dazwischen. Aber leider die Welt halt nicht mehr gefunden, habe ich mir gedacht, ja, bestimmt nichts dagegen, fangen wir an. Das sind ein paar Sachen, die wo wir halt nochmal machen müssen. So, also, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Das sind jetzt schon mal, jetzt haben wir schon mal eine Dreierplattform. Eine Viererplattform. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin und dass da schon mal nichts mehr passiert. Dann haben wir ja da noch ein wenig was. Da haben wir auch noch ein bisschen was. So, dann machen wir eine Fünferplattform. Muss halt vor allem es schaffen, dass die Kärtchen nicht runterfallen. So, das sind jetzt drei. Sind wir schon bei der 7er Plattform. Also auf jeden Fall schon mal in der Breite. In der Länge leider noch nicht. Werden wir aber auch nicht mehr schaffen. Denn wir wollen jetzt ganz schnell auf die andere Seite. Heavy Snowballs in die Hand. Rechtzeitig zurück, ohne dass sie mir was tun. So, und jetzt ganz schnell hingehen und Schneebälle ba basteln. Dass bis da was spawnt. Dass ich dann eine Chance habe, noch ein paar Schneebälle zu machen. Und vor allem auch eventuell die Plattform noch ein bisschen verbreiter, dass die nicht gleich runterfallen. Weil das bringt mir nämlich nichts, wenn die auf mich zurennen und ich ja auf die werfe. Aber die halt dann runterpurzeln oder der Loot runterpurzelt. So, ich habe schon mal ein Skelett. Das ist super. Brauche auf jeden Fall einen mehr. Der Zombie hat mich schon gesehen. Den muss ich jetzt warten, bis er da ist. Wir haben unseren ersten Kill. Und ich habe mein erstes Essen. Denn dafür braucht man die drei und den da. Und dann hat man ein bisschen, um sein Leben zu regenerieren. Jawohl. Das Skelett ist jetzt runter. Das heißt, wir laufen zurück. Danke. Jetzt muss ich gerade hoffen. Wisst ihr, was ich jetzt essen brauche? Aber ich habe leider keine Knochen bekommen. Doch, Ribbone. Das sind fünf Knochen. Ha! Cooler. Danke. Hab nichts gesagt. So, dann brauche ich auf jeden Fall schon mal Schnee. Denn wir möchten hier zumachen. Denn wir haben ja hier jetzt eine Plattform. Dann sammeln wir noch ein bisschen Stein, um die Plattform zu erweitern. Wenn man die Möglichkeit hat. Ja, ich hatte gerade schon mal einen Testlauf. Da hat gar nichts geklappt.
Also habe ich gesagt, wir starten nochmal, vielleicht geht es dann besser. Ja, ging besser. Wir haben sofort unseren Knochen bekommen. Am besten falle ich jetzt dann runter. Dann habe ich nichts gesagt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal davon was. Du kommst weg, du bleibst da. Weil ich muss was essen. Müssen sich meine Herzen wieder aufladen. So. Muss nur aufpassen, nicht, dass auf einmal hinter mir was spawnt. Und mit einer einzigen Kugel werde ich nicht mehr weit kommen. Aber ich muss die Spinnen einsammeln. Ich brauch das Gut. Denn dadurch kommt ein Bett. Und ein Bett heißt, die Nacht wird übersprungen. Und das wollen wir haben. So, da hinten ist nochmal ein Skelett gespawnt. Das will ich gar nicht. Brauche nämlich Kugeln. Und bevor ich jetzt halsbrecherisch bin, ne, wir müssen jetzt erstmal hier den Bereich vergrößern auf 3. Habe ich jetzt toll gemacht, weil ich kriege den natürlich momentan noch nicht weg. Aber ich muss ihn trotzdem wegschlagen. Ich hoffe, dass jetzt gerade er kommt und auf mich schießt. Das wäre nämlich ärgerlich. So, dann wollen wir jetzt den erstmal hier hinsetzen. So, und jetzt braucht man einen Sapling und der Sapling wird hergestellt mit einem Dirt. Zweimal den Pumpkin Seed und einem Bone Meal. So, das heißt, also wir nehmen davon nochmal 4, davon nochmal einen, genau, schmeißt das bitte auch richtig rum rein. Dann haben wir jetzt kurz Zeit, dass das läuft. Ich habe ein Zombie-Herz bekommen. Habe ich Gunpowder? Ja, habe ich auch. Ich habe 5 Schneeballkugeln, das ist zu wenig. So, aber ich habe jetzt meinen Dirt. Das heißt, das Dirt kommt dahin. Der Schnee kommt dahin. Und das Bone Meal kommt dahin. Ach, Schnee. Schmarri. Der Pumpkin. So, und ich habe meinen Zeppling. Und ich stelle den Zeppling da drauf. Und er hat den Zeppling nicht erkannt. Sehr schön. Wir machen es nochmal. Genau. So, und dann machen wir auch noch hier schnell mal einen Schnee davor, dass da nicht einer reinstürmen kann. Es reicht schon, wenn da ein Skelett steht und auf mich schießt, dass ich noch rechtzeitig wegkomme. So. Und jetzt geht es nämlich weiter im Buch. Wir haben jetzt das sozusagen geschafft und jetzt claimen wir. Und jetzt hat er 3 Quests aufgemacht. Und zwar, es gibt einmal den Kitchen Sink Mode. Das sind ein paar Quests dabei und so weiter und so fort. Dann gibt es den Stage Mode, das heißt, man kann alle Quests abschließen, wie man will. Und dann gibt es den Mode, Gated Mode, das heißt, das ist ein Stage Mode, der aufeinander aufbaut. Und ich finde den klasse und den haben wir auch beim letzten Mal gemacht. Also werden wir ihn auch wieder nehmen. Dann machen wir ein Häkelchen hin und sagen zurück. Jawohl. So, da hinten steht die Bogenarmee. Die können wir jetzt erstmal stehen lassen. Und wir machen erstmal Schnee, dass es weitergeht. Genau. So. Und dahin.
Ich werde es auch immer so machen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Plattform erweitere. Das mache ich off-screen. Aber was ich auf der Plattform baue, das machen wir zusammen. Genau. So, das heißt, ich habe schon mal jetzt die Möglichkeit, dass ich noch mal was werfen kann. Wie gesagt, Bone Meal haben wir jetzt genügend, aber wir können uns den Baum auch groß tanzen und das machen wir jetzt. Jawohl, haben wir. Und ich brauche noch mal ein Dirt. Nö, brauche ich nicht. Ja, doch, brauche ich auf jeden Fall. Für die nächsten Sachen. So, weil wir möchten nämlich jetzt nicht gleich die nächsten Sachen freischalten. Und da möchte ich, dass nichts runterfällt. So, danke. Das heißt jetzt für mich, wir gehen jetzt hier hin, einen weiter, und jetzt machen wir einen Vein-Miner an und hoffen, dass genügend Zepplinge runterfallen. Es sind schon mal drei runter gefallen, das ist schon mal super. Das heißt, ich brauche noch mal ein bisschen Schnee, weil ich möchte noch eine drei weitere Erde herstellen. So schnell braucht man das. So, das heißt, ich habe jetzt hier noch mal Ding, das sind dann drei. Ich schmeiß mal rein und ich kann hier dann noch mal schöne Heavy Snowballs machen. So, wir haben unser erstes Holz. Und Holz ist sehr wichtig, weil wir gehen jetzt mal zurück, weil man sieht jetzt, dass jetzt hier was aufgegangen ist. Aber ich kann jetzt zum Beispiel hier noch nichts machen. Da ist nichts freigeschalten. So, und dann sagt er zu mir, die Basic Resources brauche ich Oak. 10 Stück. 6 habe ich. So, wie weit bist du? Du bist noch nicht fertig. Also tanzen wir den Baum hoch, bis du fertig bist. Dann kriegen wir auch vielleicht das Holz. Na komm, gib mir Holz. Gib mir Baum, nicht Holz. Der Baum soll mir Holz geben. Na? Darf ich jetzt nicht mehr hochtanzen oder was? Komm schon. Wachse! Danke. Dass man mal euch so freundlich bitten muss. So, wir haben 6, wir haben 7 Sepplinge. Super. Hat nämlich einen Vorteil, wenn wir jetzt 7 Sepplinge haben. Ne? Bei Spruce Wood ist richtig, das ist der Baum, den man aus, wenn man 4 hat, den großen kriegt. Wenn man einen kriegt. So, wir sind jetzt in Deep Ocean. 3 habe ich, einer wird schon hoffentlich noch runterfallen. Und zwar in meine Arme. Aber es ist nicht alles runtergefallen auf mich. Ja. Mist. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell nochmal Schnee machen, weil das muss weg. So, dann heißt es jetzt 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, dass das reicht. Reicht auf jeden Fall. Gegenhaufen. Ja, 5 Sepplinge haben wir. Reicht auf jeden Fall auch. So, dann kommst du bitte dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann können da jetzt nämlich die Schneebälle hin. Kann ich jetzt wieder nach unten. Und jetzt hat schon mal einen riesen Vorteil. Ich werde die Steine, die wo ich jetzt momentan so rauskriege, nur für die Plattform verwenden, dass ich meine Plattform schon auf Stein machen kann, dass wir es nicht zweimal machen müssen.
Wie gesagt, schreibt es mir mal rein. Ist das ein regulärer Trick? Ist das ein Trick, den man nicht anwenden sollte? Weil ich möchte halt nicht hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt einen Cobblestone Ofen und so weiter und so fort. So, also auf jeden Fall, die erste Quest brauchte 10 Holz. Die sage ich jetzt, er soll sie nehmen, weil dafür gebe ich sie her und dafür kriege ich eine Trophy. So, das heißt für mich, Basic Resources ist jetzt sozusagen aufgegangen und man kann es hier das machen. Dann sagt er zu mir, ich brauche eine Mob-Farm. Das ist mir klar. Die habe ich sogar schon erledigen müssen. Es sagt mir auch hier hinten, ich brauche einen Freezer. Den Freezer habe ich schon längst, weil sonst wäre ich hier nicht hergekommen. Aber man darf ja nicht vergessen, warum das so ist. Es gibt ja auch noch andere Inseln. Da hat man nicht den Freezer. Da muss man halt da anders dran kommen. Und dann geht man halt über einen anderen Weg. Genau. So. Quest complete. Mob Farm. Hat er die schon detected? Ah, die hat er schon detected. Dann nehme ich mir mal schön Loot. Leider momentan. Das Claimen geht erst auf, wenn man noch ein bisschen was macht. So, okay. Und dann heißt es jetzt für mich, machen wir nochmal Schnee draus. Dann haben wir ein bisschen Platz. So, aber es gibt ja noch Basic Tinkering. Oh, ist auch aufgegangen. Aber was ist dann das? Ah, Basic Tinkering. Ja, das machen wir nämlich auch Detect. Und claimen wir. Und dann ist nämlich jetzt auch das komplett offen. Also das wäre gegangen. Das ist nicht gegangen. Das wollen wir, dass es aber geht. Genau. So. Dann kann ich dann hier später die Basis noch zu basteln, aber wir werden jetzt natürlich anfangen mit Vanilla-Sachen. Das heißt, wir bauen uns als erstes mal einen Crafting-Table, und zwar den von Tinkers, weil der behält auch die Sachen drin. Dann brauchen wir Kisten. Da mache ich gleich mal 8 Stück. Das heißt, ich muss jetzt halt die Plattform noch erweitern. So viel will ich auf jeden Fall tun, dass ich die Kisten hinstellen kann. So, la. Dann haben wir schon mal 2. Dann kommt da noch der dritte hin. Machen wir noch den restlichen Schnee. So, vielen Dank. Und dann kommen schon mal die ersten Kisten hin. Und dann kann ich schon mal meine Trophies reinwerfen. Das so reinwerfen. Grace Dust kommt mit rein. Dann kommt hier noch der Loot mit rein. Dass ich das schon mal alles weg habe. Dass wir unser Inventar mal ein bisschen noch Standardwire. Das kommt noch hier mit rein. Okay. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal geschafft, dass wir hier angekommen sind. Aber jetzt machen wir noch eine wichtige Sache. Machen wir noch. Dann sind wir auch in ungefähr 40 Minuten. Ich glaube, ich brauche davon 8 Stück. Das heißt, ich brauche es. Ja, das schaffen wir schon. So, das heißt, du kommst da rein, du kommst da rein. Haben wir hier die nächsten. Und dann haben wir hier die letzten. Aber wie gesagt, dann kann uns das nämlich nicht mehr passieren, dass wenn wir da rüberlaufen,
dass die uns einfach mal schnell platt machen. So, wir haben 6. Ein Vorteil, wenn man auch irgendwo weiter weg steht. Ich meine es nicht gleich ins Inventar. Habe ich 8. Dann kommen jetzt unten 4 rein und oben 4 rein. So, und weil wir gut sind und ich jetzt sowieso ein bisschen warten muss, machen wir gleich mal eine kleine Automation. Ja, die machen wir gleich in der ersten Folge. Und zwar, ich brauche Kisten, genau, ich brauche noch ein wenig Holz. So, und dann machen wir gleich 2. So, und zwar den Wooden Hopper. Der Wooden Hopper hat nämlich einen schönen Vorteil. Das heißt jetzt nämlich, ich gehe jetzt hin, nehme jetzt dann sozusagen, ja, jetzt muss ich warten, bis der durch ist, weil ich brauche noch einen Freezer dafür. Den muss ich nämlich um 1 verstellen. Sonst funktioniert es leider nicht. Ich habe noch gar nicht gesehen, in welchen. Ah, ich bin in Deep Ocean. Haben wir das nämlich auch durch. So, und wir möchten jetzt haben Kiste hier. So, und auf diese Kiste kommt der Mini-Freezer drauf und dann kommst du dahin. Und da kommt nochmal eine Kiste drauf. So, und jetzt gehe ich einfach hin und sage, diese 16 Schneebälle schmeißt du mal da rein. Ja, und dann laufen die durch und sind hier unten drin. Schon mal eine erste Kleinigkeit, die wo man haben kann. So, dann hätte ich gesagt, wir möchten noch eine Kleinigkeit haben. Geht die Kleinigkeit nicht? Wieder Mund zu viel genommen. Den Dirt Furnace. Das ist das Einzigste, was mich ein bisschen schade finde. Oh. Ist viel billiger. Gut. Dass man die Quest nicht mehr aufmachen kann vom Buch aus. Also die Rezepte meine ich. Nicht. So, und dann brauche ich dich und ich brauche dich. Habe ich jetzt sogar noch mal 7 Dirt übrig. Ist nicht schlecht, weil das brauchen wir auch. So, dann hätte ich gesagt, stelle ich gleich mal den Ofen oben drauf. Dann machen wir nämlich gleich ein paar Sticks. 8 Stück bräuchte man auf jeden Fall. Und dann gib ihm. Er soll mir den mal durchjagen. So, das heißt, ich habe jetzt eine Charcoal. Und ich kriege dann nämlich jetzt nur leider 2 raus. Und darum war es wichtig, erstmal eine zu machen für zum Brennen. Das geht dann erst mit dem nächsten Ofen, aber wie gesagt, ne? So, muss ich das noch mal schnell angucken. Ah, okay, Tiny Charcoal. Ja, seht ihr, hat leider nicht gereicht für mehr. Okay, so, das heißt, ich habe jetzt das auch noch, also den Dirt, dann nehme ich jetzt mal den oberen. Wieder an dem bewegen, dass er mitkriegt, dass ich was gemacht habe. Dann kriege ich mir eine Loot Chest. Dann kriege ich jetzt einen Mob mit Spirit. Okay. Und den werden wir uns das nächste Mal drum kümmern. Bei Sieg Tinkering machen wir uns auch das nächste Mal dran.
Ich habe sozusagen schon mal das vorgezogen. Aber ich habe mir nicht umsonst das gebaut, so F7 und zack, zack, zack und zack. Müsste ich eigentlich alles hier ausgeleuchtet haben. Das heißt, wenn ich jetzt dann mal nach drüben laufe, um die mit den Herrschaften da drüben zu spielen, ja, man möchte ja von denen ordentliche Sachen haben. Machen wir jetzt noch so als Gag am Schluss. Jetzt bestimmt als Gag drauf. Weil ich wieder die Klappe zu groß genommen habe. So. Dumm. Wir machen immer Schnee. Wow. Das ist jetzt natürlich genau. Total. Tschüss. Blöd gelaufen, dass ich keine Schneebälle mehr hatte. Das ist genau das, was ich auch gemeint habe. Nie ohne Schneebälle rüber geht. Gut, dass ich mich nicht dran gehalten habe. So. Ja, vor allem diese Spinne mit dem Skelett oben drauf, die habe ich total, ja. Die hätten mir wieder so richtig schön den Spaß verhageln können. So, sei du mal ruhig. So. Ich habe wirklich gesagt, ohne Schneebälle gehe ich nicht mehr rüber. Also sollte ich es auch machen. Und wir sammeln mal das ganze Loot-Zeugs ein. Ausgefackelt habe ich ja. Das heißt, da hinten dürfte nichts spawnen. Da eigentlich auch nicht. Und wir machen jetzt noch eine Sache. Die letzte, weil ich auch noch 6 Holz einstecken habe, weil ich es gerade gesehen habe. So, aber ich spiele auf hart, das heißt, die Zombies können da rein. Aber ich habe eine kleine Blockade drin. Bis sie da sind, kann ich mich bewaffnen. Und da haben wir auf jeden Fall auch noch eine Chance. Jo, das war's für die Folge Nummer 1. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.